Ja, dann herzlich willkommen zu unserem kleinen LearScript-Tutorial heute am 16. April 2020. Mein Name ist Sebastian Zug. Mit mir wird es gemeinsam vorstellen Dr. André Dietrich. Wir haben die Idee, dass wir das in einem früheren BMBF-Projekt entwickelte Konzept und die Implementierung zu einem OER, also Open Educational Resources, Beschreibungsformat heute hier Ihnen näher zu bringen und einige der Tools, die wir dafür entworfen haben, vorzustellen. Wir würden damit beginnen, dass wir zunächst eine kurze Vorstellung der generellen Konzepte einführen. Und dazu nutzen wir natürlich dann auch die Materialien, die wir mit LearScript erzeugt haben, um dann auf diesen Materialien die Einführung zu geben, in der wir unter anderem vorstellen, wie diese zu nutzen sind, aber eben auch, wie sie für die Lehrenden verfügbar gemacht werden, was man in dem Kontext des Versionsmanagement dazu verwenden kann und dann in einem letzten Anteil, in den letzten 10 Minuten, auf Ihre Fragen und die entsprechenden Feedbacks einzugehen. Was unterscheidet den Lehrenden, und das Semester hat ja gerade unter etwas ungewöhnlichen Bedingungen begonnen, was unterscheidet den Lehrenden von einem unter Wikipedia aktiven Autor? Wenn wir uns zum Beispiel den Artikel KI, künstliche Intelligenz, auf Wikipedia anschauen, dann waren das gestern 826 Autoren, die dort ihre Beiträge zu einem Dokument geliefert hatten. Im Unterschied dazu, wenn wir uns fragen, und da lässt sich natürlich nur eine Schätzung vornehmen, wie viele Vorlesungsfoliensätze es zu dem gleichen Thema gibt, dann ist es ja eher so, dass wir N Autoren haben, N Lehrende, die dann eigene Foliensätze erstellt haben. Das ist ja in der Grafik natürlich etwas verallgemeinernd, vor dem Hintergrund, dass natürlich jeder spezifische Schwerpunkte in seiner Darstellung setzt und eigene individuelle Ziele mit den Lernenden erarbeiten möchte. Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, dass wir eine gemeinsame Plattform hätten, auf denen die zugehörigen Inhalte mit anderen in der gleichen Rolle befindlichen Lehrenden diese teilen, neu komponieren, erweitern und entsprechend den Anforderungen dann in einer Ausgabeformat aufbereiten. Was wäre also eine Idealvorstellung, wenn man sich das Ganze nochmal in einem Beispiel einer Vorlesung, einer Seminarreihe im Bereich deutsche Literatur anschaut? Wir hätten unterschiedliche Versionen, analog zu dem, was auch auf Wikipedia verfügbar ist, als Infrastruktur im Hintergrund. Und diese unterschiedlichen Versionen wurden von verschiedenen Autoren bearbeitet. Und jeder von ihnen entwickelte ausgehend von einer initialen Implementierung seine eigene Version weiter. Er korrigierte Fehler oder übersetzte das Ganze ins Englische, beziehungsweise zweigte ab und entwarf eine völlig neue Lehrveranstaltung, die aber Inhalte aus der vorherigen aufgriff und verfeinerte. Das heißt, wir wollen also eine Wiederverwendbarkeit, und das sind insbesondere Anforderungen an Grundlagenveranstaltungen, eine Wiederverwendbarkeit von Inhalten und unterschiedlichen Kontexten, Formaten erreichen. Die Frage wäre dann, warum gelingt das uns nicht in dem dafür notwendigen Maße, obwohl es natürlich seit 2002 die Idee der, und da tauchte der Name zum ersten Mal auf, Open Educational Resources gab, das heißt die freie Verfügbarkeit von Lehrmaterialien und deren Zug, um den Zugriff auf letztendlich den Source Code, sodass man eben nicht vor einem PDF steht, sondern die Inhalte anhand der notwendigen Dateien dann eben auch kombinieren kann. Es geht also nicht darum, eine abgeschlossene Darstellung innerhalb einer Repräsentationsform zu schaffen, sondern es dem konkreten Nutzer, in dem Fall dem Lehrenden, offen zu lassen, wie er das Ganze für seine Lernenden aufbereitet. Und dafür brauchen wir einige technische Anforderungen, die bisherigen Lehrformate, ich würde etwas provokant sagen, durchaus in Frage stellen. Es ist nämlich notwendig, eine Loslösung zwischen der
den Inhalten, also der reinen Inhaltsbeschreibung und der Implementierungsplattform zu realisieren. Wenn man zum Beispiel versucht, einen Moodle-Kurs in unsere Opal-Umgebung zu integrieren, dann erlebt man einige Überraschungen, wenn man über Überschriften, Texte und einige Bilder hinausgehen möchte, sind auch einige der Austauschformate nicht in der, oder viele der Austauschformate nicht in der Lage, das zu stemmen. Das zweite Wünschenswerte, eine Unabhängigkeit von Serverinfrastrukturen. Die meisten Lernsysteme, die uns bekannt sind, bauen darauf auf, dass es im Rechenzentrum bei großen Internetkonzernen entsprechende Serverinstallationen gibt, die dann die Darstellung, die Visualisierung der Inhalte übernehmen. Oder aber man muss sich selbst durch eine entsprechende Installation kämpfen und ist dann auch von diesem Rechner entsprechend abhängig. Die Grundidee ist also, wir wollen ausgehend von diesen kombinierten Lernumgebungen, die der Präsentation und der Editierung der Inhalte dienen, eine textbasierte Darstellung generieren, die gleichzeitig aber eine intuitive Bedienung für komplexe Inhalte bereitstellt. Häufig wird, und das werden Sie da gleich sehen, im Hinblick auf Nicht-Informatiker, die Kritik bei LiaScript gebracht, wenn es um eine Beschreibungssprache geht. Es wäre sehr aufwendig, sich in die Darstellung der Informationen einzuarbeiten, die, wir werden es gleich sehen, auf Markdown basiert. Ich denke, dieser Ansatz der Beschreibungssprache ist schon eine gute Schnittmenge zwischen der Darstellung von komplexen Inhalten und einer intuitiv bedienbaren Eingabeformats. Und auf dieser Basis, also dieser Loslösung, können wir dann dazu übergehen, eine entsprechende Versionierung umzusetzen, die uns genau das, was ich auf der vorhergehenden Seite gezeigt hat, eben die Möglichkeit schafft, Wissen von anderen Autoren auch zu aggregieren und es entsprechend in unseren Lehrveranstaltungen einzusetzen. Was setzt das noch voraus? Ein gewisses Umdenken. Gegenwärtig haben wir häufig die Situation, dass wir die PowerPoints, die PDF-Dokumente und Ähnliches, die mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail erstellt wurden, mit Passwörtern schützen, ausschließlich unseren Studenten zur Verfügung stellen und damit im Kontrast stehen zu den eigentlichen Open-Source-Gedanken, der sich zumindest im Bereich der Softwareentwicklung für große Projekte unglaublich bezahlt gemacht hat. Und die Idee hinter LiaScript, um das nochmal alles zusammenzufassen, ist eben genau dieses Konzept auch in den Bereich der Lerninhalte, der Beschreibung von Lerninhalten zu übertragen. Wie das passieren soll, dafür übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Herrn Dietrich, der die entsprechenden Inhalte vorstellen wird. Guten Tag. Ich hoffe, mich können alle verstehen. Und ich versuche mal ganz kurz meinen Bildschirm zu teilen. Ach, einen Moment. So, das müssen jetzt alle sehen. Also vielleicht noch kurz zusammengefasst. LiaScript ist ursprünglich im Remote Lab entstanden, um die Lehrinhalte zu transportieren. Einerseits wollte ich keine komplexen Webseiten schreiben, um ja, den Stoff den Studenten zu vermitteln, aber PDFs wollte ich auch nicht verschicken. Also das heißt, dass mit der Zeit dann tatsächlich aus diesem eigentlichen Beiwerk der Beschreibung von Lehrinhalten so ein komplexeres Projekt geworden ist, das heißt LiaScript. Das heißt, LiaScript basiert auf Markdown, das wurde schon erwähnt, aber ist jetzt nichts Neues. Das heißt, Markdown existiert schon seit fast 20 Jahren. Das ist eine einfache, ursprünglich zum Bloggen genutzte Notation, einfach die aus diesem Markdown-Format, wie wir gleich sehen werden, eigentlich ursprünglich statisches HTML erzeugt hat. Mittlerweile ist es sozusagen Standard geworden zur Dokumentation von verschiedenen Open-Source-Projekten, Software-Projekten, aber auch teilweise zum wissenschaftlichen Schreiben. Das heißt, die Idee von LiaScript ist einfach nur ein kurzer Aufsatz auf diesen Standard oder bestehenden Standard Markdown, der das Ganze erweitert um interaktive Elemente, um Quizze und
ganz, also die Grundidee dabei ist, wenn ich am Rechner sitze, wenn ich, dann möchte ich eigentlich nicht nur lesen, sondern ich möchte, dass der Computer sich mit mir unterhält, also mir irgendwas zeigt oder erzählt oder dass ich irgendwas simulieren kann. Ich kann experimentieren, ich kann verschiedene Sachen ausführen, mir Videos anzeigen und sowas. Das ist halt, wenn ich ein Buch habe, ein Papier ist für statische Elemente, der Rechner, der sollte eigentlich für interaktive Elemente sein. Und ich hoffe, ViaScript erlaubt das in einer ziemlich einfachen Textnotation, die wirklich jeder nutzen kann. Das heißt, um einen Kurs zu schreiben, muss man wirklich nichts anderes machen, als eine Textdatei anlegen, mit möglichst minimalem Overhead. Und das heißt, und was ich teilen muss, um diesen Kurs zu verteilen, ist praktisch nur der Link zu dieser Webseite. Ja, und für den Einstieg vielleicht, es gibt diese Seite, oder das ist die Projektseite von uns, das ist liascript.github.io, oder wir sind auch teilweise schon am Migrieren nach liascript.io, um das Ganze abzukürzen. Aber unseren Browser ausführen oder aufrufen einfach nur. Gelangt dann auf die jeweilige Projekt-Webseite. Das heißt, hier gibt es ein bisschen Information, eine kleine Dokumentation, die man sich anschauen kann, welche Open-Source-Kurse existieren schon, ein paar Templates, die man sich anschauen kann oder Sachen, die man in seinen Kurs direkt einbinden kann. Aber auch, und das werde ich jetzt zeigen, das ist zum Beispiel, um das Ganze zu vereinfachen, wie ich einen Kurs erstelle. Dafür wäre es schön, also wenn ich jetzt nicht nur einen Texteditor habe, sondern vielleicht einer, der etwas mehr kann. Also wir nehmen hier Atom, das ist ein kostenloser, ein freier und auch frei erweiterbarer Editor, automatisch von GitHub. Und für den existieren zwei Plugins. Das heißt, die kann man sich zusätzlich installieren. Das wurde hier noch beschrieben und im Nachhinein, es gibt noch ein kleines Video dazu, wie man das installiert. Also das habe ich dann auch im Kurs verlinkt. Das heißt, was ich hier benutze, ist wirklich nur dieser Editor. Auch wenn das so ein bisschen farblich eventuell aussieht, das ist in Wirklichkeit nur, ist nicht erschrecken, wenn wir uns die Textdatei anschauen, das ist wirklich nur eine einfache Textdatei. Mehr ist es nicht. Das, was der Editor daraus macht, ist einfach nur zur visuellen Unterstützung, wenn ich etwas schreibe. Das heißt, wie strukturiere ich mein Dokument? Professor Zug hat das schon eingefügt. Das heißt, Überschriften werden einfach nur mit einfachen Hashtags symbolisiert oder Rauten werden da vorgestellt. Das war's. Und so, das ist im Endeffekt die Strukturierung meines Dokuments. Das heißt, ich habe eine Hauptüberschrift, ich habe eine Unterüberschrift oder Subsection und kann das Ganze noch weiter eingrenzen. Vielleicht jetzt noch kurz. Es gibt diesen, ich habe diese beiden Plugins schon installiert. Also man kann die über, entweder über Packages, ViaScript Toggle einschalten. Das heißt, damit mache ich im Endeffekt diese Vorschau an. Das heißt, wenn ich irgendwas schreibe und auf Speichern drücke, wird daraus automatisch dann die Vorschau für das, für den Kurs erzeugt. Das heißt, das passiert danach im Browser. Es ist immer nur, dass diese Textdatei genommen wird und wird interpretiert. Es gibt keinen Zwischenschritt oder keinen Compiler, der irgendwas dazwischen setzt oder ich muss mir im Prinzip nichts installieren, sondern könnte tatsächlich einfach nur anfangen, eine Textdatei zu schreiben und das möglichst so, ja, meine Inhalte, mein Wissen irgendwie, das ich teilen möchte, weiterzugeben. Vielleicht als kleine Struktur, also was Sie hier sehen, das war, was Herr Zug vorher vorbereitet hat und wir setzen darauf einfach mal weiter an. Das heißt, das Tutorial, das gliedert sich in, ich werde kurz die allgemeine Struktur nochmal erklären, also was muss ich beachten, wenn ich einen Kurs anlege. Danach, wie gesagt, ich möchte nicht nur das ein statisches Textdokument generieren, sondern ich möchte tatsächlich sowas haben, was mir was Elemente wie von PowerPoint, Animation, Slides einbindet oder erlaubt, aber ich möchte tatsächlich auch, dass der Kurs eventuell mit mir spricht. Das heißt, ich möchte kein YouTube-Video erstellen, sondern eigentlich wäre es schön, wenn das Dokument auch selber zu mir sprechen kann und dann Elemente eventuell geeignet darstellt und ja, einbringt. Das heißt, wie mache ich Quizfragen, Umfragen? Kann ich noch mehr machen für die Informatiker? Also man kann tatsächlich dann auch im Browser programmieren, in verschiedensten Programmiersprachen. Wir werden kurz darauf eingehen, wie man das Ganze erweitern kann, um zusätzliche Funktionalitäten über sogenannte Plugins oder Makros. Und wenn wir Zeit haben, dann das Ganze noch, was ist das Besondere an Tabellen? Wie kann ich Diagramme einbinden, eventuell Multimedia-Inhalte darstellen?
Und ganz zuletzt dann praktisch, wie lade ich diesen ganzen Kurs, also wo lade ich den hoch und wie verteile ich den? Okay, soweit das Einzige, was oder was LeahScript hier von dem originalen Markdown-Dokument unterscheidet oder Code, ist, dass man so ein zusätzliches, das sieht vielleicht ein bisschen komplex aus, ist aber einfach nur ein größer Zeichen, Ausrufezeichen und jeweils zwei Minuszeichen und hier Minus, Minus, kleiner Gleichzeichen, je nachdem, wie man es liest. Und da drin, das ist ein HTML eigentlich, Kommentar, jetzt nicht erschrecken, das wird einfach nur von Standard Markdown ignoriert und ja genauso von HTML oder so. Das heißt, hier ist in LeahScript die Möglichkeit zusätzliche Informationen, das heißt, wer ist der Autor des Dokuments, zurzeit ist da noch keiner eingestellt. Und da könnten wir jetzt das Ganze geeignet eventuell ändern. Sebastian Zug und E-Mail wäre der dann Kontakt für die Person. Das heißt, wenn wir jetzt die Autorenschaft uns anschauen, wurde das Ganze bloß mit diesen Zusatzinformationen statisch geändert. Kommentar wäre noch eine kurze Beschreibung zu, was der Kurs eigentlich zeigt. Hier für Language, das heißt, zurzeit ist alles auf Englisch noch als Default eingestellt. Das heißt, sämtliche Aktionen, Buttons zeigen das Ganze auf Englisch an. Und hier kann man das Ganze einfach nur auf DE ändern. Also, sozusagen ein ja, Menüs ins Deutsche übersetzt. Das kommt im nächsten Element. Das wird, es gibt für eine Standardsprecher oder eine Standardstimme, die man definieren kann. Das heißt, nicht erschrecken. Also es gibt dieses Snippet-Plugin, das zusätzlich installiert wurde. Das ist dafür gedacht, um das ja Schreiben oder Erzeugen dieser Kursinhalte zu vereinfachen. Das heißt, sobald ich meinen Text mit LeahScript beginne, sozusagen eine ja, Möglichkeit zu suchen, ich möchte etwas mit Quizzen machen. Das heißt, diese verschiedenen Hilfen oder Beispiele werden hier so dargestellt und man könnte damit experimentieren, um zwischen verschiedenen Sprachen oder Sprechern zu wechseln, kann man hier sowas wie Voice, wir nehmen mal Deutsch, Mail, auswählen und das ist dann praktisch dieser Standardsprecher, der definiert wird, wobei wir hier den ja, Service von Responsive Voice nutzen. Also erstmal dazu. Um jetzt weiter zu gehen, PowerPoint. Das heißt, was hat der Zug oder Sebastian Zug schon vorgestellt? Seine Folien. Das heißt, er hat einfach nur den Textparagraphen erstellt, aber auch sowas wie Aufzählungen, Listen mit, wenn man sich das Ganze anschaut, mit ja, mehr Aufzählungs- oder Listen dazwischen. Das Ganze, also es ist wirklich so, die Grundidee von Markdown ist, das, was ich sehe, erhalte ich dann auch. So dass man, wie gesagt, eine Tabelle zum Beispiel aus, die ich erstellen möchte, hier die LeahScript-Hilfe zu nehmen, LeahScript-Tabelle mit drei Elementen, dreispaltig. Ist wirklich nur, als ob ich mit Tastatur in dem Sinne mir die Tabelle darstellen lasse, zeichne, wenn ich das Ganze speichere und hier hingehe, habe ich so eine ja, Tabelle mit Kopfelementen, jeweils ob das links oder rechts bin ich, soll dargestellt werden und kann das um zusätzliche Elemente tatsächlich erweitern. Das wird irgendwas sein. Lehrerinhalt. Oder ein wichtiger Punkt. So, bloß, was man sieht. Jetzt zum Beispiel jetzt nur als Beispiel eine kleine Aufzählung. Das heißt, dies ist
definiere ich das Ganze, wie oben gesehen, schon so. Das heißt, was Markdown noch hier bietet, vielleicht nur kurz am Rande, das heißt, wenn ich etwas im Text hervorheben möchte, zum Beispiel, dann kann ich einfach nur durch Unterstrich, Unterstrich, das Ganze kursiv machen. Wenn man das hier sieht, kann man das auch mal ausblenden. Kann aber das Ganze auch, wenn es dick sein soll, dann kann ich natürlich auch doppelte Unterstriche nehmen. Der Editor zeigt mir schon, was passiert in dem Sinne. Und hier ist tatsächlich die Vorschau. Also das war, wie gesagt, so kann man Elemente im Text auch hervorheben. Man kann zusätzlich, werde ich ja noch zeigen, kleine Formeln einbinden, aber das ist Standard Markdown. Wenn ich das jetzt zum Beispiel wie in einer Präsentation einsetzen möchte, dann weitert LiaScript das Ganze um. Nummerierung dieser Elemente. Das heißt, ich möchte zum Beispiel, dass diese Tabelle als erster Punkt oder in der ersten Slide-Animation, je nachdem, wie man es nennt, auftritt. Und diese Liste soll dann praktisch als zweiter Unterpunkt erscheinen. Diese sind hier nicht zu sehen. Aber Rhabarber, sie werden dann sie erscheinen in dem Sinne, wenn ich hier einfach auf Weiter drücke. Das heißt, ich kann das Ganze natürlich auch, ich kann gewisse Zeiten diesen Elementen übergeben. Das heißt, ich möchte irgendwas einblenden, aber das existiert nur für eine gewisse Dauer. Das heißt zum Beispiel, die Tabelle erscheint bei Unterpunkt 1 und wird bei Punkt 2 ausgeblendet und Punkt 2 erscheint, ja, oder das ist halt die Tabelle. Man kann das Ganze auch inline machen. Das heißt, ich kann auch einzelne Elemente, indem ich diese Klammernotation einfach erweitere. Das ist der dritte Unterpunkt. In dem Sinne dann ja auch Elemente erscheinen oder wieder im Text oder in verschiedenen Blöcken oder Absätzen erscheinen oder verschwinden lassen. Das heißt, um kurz zu präsentieren. Das heißt, als erstes erscheint die Tabelle. Die verschwindet in Punkt 2. Das heißt, die Liste erscheint, plus natürlich unsere zusätzlichen Elemente, die ich hier noch, wenn ich das mag, stylen kann. Im Prinzip also ein vereinfachtes PowerPoint, wenn man das so, aber natürlich, das Ganze spricht noch nicht zu mir. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise, wenn ich eine Präsentation, PowerPoint aufnehmen würde und die zu YouTube hochlade, gegebenenfalls, dann würde ich meine Slides durchgehen und die einzelnen Elemente, Effekte oder Animationen, die erscheinen, besprechen, mit Text versehen und mich dabei aufzeichnen. Das ist aber eigentlich vom Prinzip her, es gibt so gute Text-to-Speech-Engines, das heißt, wir nutzen hier Responsive Voice, die man kostenlos nutzen kann, sodass das Ganze nicht notwendig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erklärungstext schreiben möchte zu das zunächst nur bloße Absätze. Das heißt, ich muss das noch irgendwie mit diesen Animations- oder Unterpunkten dann verbinden. Und das Ganze wird einfach durch eine ähnliche Notation dargestellt. Das ist die Erklärung dafür. Und das möchte ich gerne, dass das bei Unterpunkt 2 vorgelesen wird. Also ja, das ist nichts anderes als eine bloße Vorlesung. Jetzt muss ich ganz kurz das Mikro oder die Lautsprecher umschalten, sonst hören Sie nicht, was bei mir dargestellt wird. Zuerst erscheint eine Tabelle und dann eine Liste mit wichtigen Punkten. Genau. Also im Prinzip mehr ist es nicht. Das heißt, ich definiere, was wann erscheinen soll, kann das auch inline machen und verknüpfe das Ganze mit den Texten. Wo die stehen, ist in dem Sinne egal.
Das heißt, wenn wir ganz nach oben nochmal gehen, wir haben ja die Standardsprache Deutsch genommen. Ich kann das entweder hier im Dokument global für alle Sprachausgaben definieren oder aber ich kann das selbst hier für jedes Element, wenn ich mag. Das heißt, vielleicht für die Beschreibung von sowas wie geht das einfach raus. Wäre praktisch der Erklärtext für Teil zum Beispiel. Wenn man zuerst erscheint eine Tabelle. Deutsche Ausgabe. Und dann eine Liste mit wichtigen Punkten. Markdown. Произносится Markdown. Дефис. Облегченный язык разметки. Созданный с целью написания наиболее чит. Das ist praktisch diese Grundidee. Aber was auch ist, hier gibt es diesen kleinen Button. Das heißt, das ist in diesem Präsentationsmodus. Wenn man den Text ausschaltet, kann man so tatsächlich seine Präsentation durchgehen, seine Folien vorstellen und das selber machen. Ich kann den Modus aber auch umschalten. Das heißt, dass diese Kommentare zum Beispiel einfach nur beim Lesen werden jeweils unten dargestellt. Kann mir das Ganze so anzeigen lassen, plus natürlich Textausgabe. Oder wenn ich wirklich lieber das Dokument oder den Inhalt lesen möchte, dann drücke ich noch einmal weiter und habe praktisch diese ganze Darstellung, so wie sie eigentlich ist, und kann mir den ganzen Text oder die Inhalte selber erarbeiten. Also wie gesagt, so viel zur Interaktivität. Das heißt, kurz zur Quizfrage des Tages. Die einzige, ich mache nochmal den Punkt. Das gefallen? Die einzige erlaubte Antwort ist natürlich ja. Das heißt, wie definiere ich ein Quiz? Zum Beispiel in LiaScript. Genauso. Ist es in dem Sinne nicht. Das heißt, die Frage, das können noch Bilder oder irgendwas sein, plus, dass ich einmal, also das ist für die einfache Texteingabe, einfach nur diese doppelteckige eckige Klammern nehme. Und da drinne tatsächlich diesen Text, den ich haben möchte, oder sowas, der eingegeben werden soll. Das heißt, wenn man jetzt hier Ja eingibt, dann ist es natürlich, oh, ich bin richtig. Ich aktualisiere das Ganze nochmal, um zu zeigen, hier werden jeweils wirklich nur die Texte verglichen oder das, ja, der Inhalt muss tatsächlich dem auch entsprechen. Wenn ich zum Beispiel nur Kleineingebungen prüfe, dann funktioniert das nicht. Aber wie gesagt, LiaScript ist halt nicht nur für, ja, es soll halt alles, was im Internet geht, was mit im Browser eigentlich geht, soll auch in LiaScript gehen. Das heißt, wenn wir jetzt mal kurz als Beispiel Lia Quiz eine Beispieldarstellung. Das heißt, ich kann tatsächlich meine Abfragen oder alles, was ich habe, tatsächlich noch mit zusätzlichem, also jetzt nur, damit Sie sehen, es geht, also Sie müssen es tatsächlich nicht machen, man kann das noch schöner definieren oder umformulieren, diese Frage, aber wenn ich hier mein Ja definiere, dann können das Leute unterschiedlich ja, darstellen und interpretieren und sowas. Das heißt, Tag oder was dieser kleine Code macht, der JavaScript ausführt, ist einfach nur, dass dieses Add Input ersetzt wird durch die jeweilige Nutzereingabe und danach wird dieser Input-String einfach von Leerzeichen getrennt plus einer in Kleinschreibung überführt und das wird verglichen mit Ja. Jetzt kann ich tatsächlich die Leerzeichen eingeben, überprüfe es und es ist richtig, es stimmt, es ist die richtige Eingabe. Oder das Ganze, ja, ich nehme mal zurück.
wäre eine Texteingabe, eine ganz einfache. Zum Beispiel für die Frage, wie hat Ihnen der Kurs für das Ende auch die Möglichkeit, via Quiz Single Choice. Also das heißt entweder Recht einzugeben. Das ist, diese Darstellung ist einfach nur so eine textuelle Darstellung von diesen Standard-HTML-Radio-Buttons, kann man sich vorstellen. Das, was erzeugt wird, wird hier einfach nur eine Abfrage, das heißt mit einer erlaubten, ja, mit einer erlaubten Option. Das heißt, wenn ich gut versuche, geht nicht, schlecht, geht nicht, ach, eigentlich habe ich keine Ahnung, dann kann ich mir das Ganze natürlich auch auflösen lassen. Und die Möglichkeit besteht, also das Ganze, wenn es mehrere Optionen geben soll, diese Radio-Buttons natürlich auch durch die Klammern ersetzen. Und die Möglichkeit, oder wandelt das Ganze in eine Multiple-Choice-Aufgabe um. Vielleicht ist das Ganze ein bisschen zu schwer. Also das Ganze kann man noch mit Matrizen weiterstrecken oder die, ja, wenn sich das anschaut, mit einfach LIA Quiz eingeben. Also es gibt eine ganze Menge möglicher Quiz-Darstellungen, die man wählen, auswählen kann. Vielleicht noch als kurzer Hinweis, was auch möglich ist, sozusagen Hints einzufügen oder Hinweise. Hint, das ist nichts anderes als jedes Quiz gesetzt werden, das heißt entweder Texteingabe, Multiple Choice, Single Choice, das heißt einfach nur in eckigen Klammern das Fragezeichen und dann kann ich Hinweise geben. Kann auch so viele sein, wie ich will. Kann die Möglichkeit, hier ist dieses Fragezeichen erschienen. Das heißt, der Student, der Lehrende, der Schüler kommt vielleicht nicht voran, sondern es ist einfach nur, okay, für ihn die Möglichkeit, sich das Ganze noch mit zusätzlichen Hilfen zu erarbeiten. Das heißt, ich weiß es immer noch nicht, kann es auflösen lassen. Aber vielleicht kann ich ja auch mit dieser Auflösung dann auch so richtig gar nichts anfangen. Das heißt, um jetzt zum das Ganze abzuschließen, also vielleicht möchte ich zu einem Quiz vielleicht noch eine eine bessere Auflösung geben oder erklären, warum das jetzt der Fall ist oder wie man vielleicht auf den rechten Weg kommt oder was auch immer. Also wenn man wieder unser LIA eingeben, ist Solution, diese Option. Das heißt, es wird einfach nur mit Sternchen, Sternchen, das wird vielleicht ein bisschen komisch aussehen für den Anfang, aber wenn ich das in einem Markdown-Dokument oder auf GitHub oder mit einem anderen Editor dann rendere, dann habe ich hier nichts anderes als einen Block oder Linien, die dargestellt werden. Das heißt, wenn ich will, kann ich hier natürlich auch noch mehr Informationen geben. Ein Formelblock mit mir fast LaTeX-Notation, aber hier muss man sagen, KTeX-Notation bedeutet, wenn ich jetzt das Ganze nicht lösen konnte, dann wird mir tatsächlich diese erweiterte oder bessere Erklärung vielleicht oder Auflösung dargestellt. Oder aber ich konnte es tatsächlich lösen, dann passiert das Gleiche. Bloß, dass ich nochmal zusätzlich also ein bisschen bessere Erklärung habe. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz was für die Programmierer oder Informatiker unter Ihnen. Wer Markdown kennt, ich hoffe, vielleicht ein paar Informatiker, da gibt es noch diese Möglichkeit Codesegmente. Das heißt, wenn ich irgendwas im Projekt oder Programm erzählen möchte oder das beschreibe und dann gewisse Sachen darstelle, dann gibt es diese Codeblock
diese folgende Notation. Das heißt, man nimmt einfach nur drei, man nennt das Backticks. Das ist bei mir über dem Ü und dem Plus die jeweilige Taste, drei davon. Dann kann ich definieren, um welche Programmiersprache es sich handelt. Dann wird mein Code jeweils eingefügt und der ganze Block endet mit wieder drei Backticks. So gesagt. Das heißt, so kann ich verschiedene, also mit Syntax-Highlighting, das Ganze wird ein bisschen schöner gerendert oder dargestellt. Und da war immer diese Idee. Und dann am Ende, wenn es jetzt einfach wirklich bloß um JavaScript-Code geht, dann kann ich doch tatsächlich auch ausführen. Das heißt, warum nicht? Das heißt, was wir bei den Quizzen gesehen haben, das geht hier tatsächlich auch. Das heißt, ich füge einfach nur einen Tag ein. Ja, ein bisschen HTML-Notation. Nehme mein Ersetzungsmakro. Add Input. Das heißt, das passiert, wenn ich das speichere. Ich habe den ganzen Codeblock ausführbar gemacht. Und wenn der ausgeführt wird, dann wird einfach nur der aktuelle Inhalt des Editors jeweils hier im Skript ausgeführt. Mehr ist es nicht. Das heißt, aha, hier das, eine Variable wird beschrieben, plus mit Alert wird das Ganze, dieser String ausgegeben. Ergebnis ist keins. Das heißt, wir können aber vielleicht auch 22 zurückgeben, können hier aber auch wirklich frei editieren. Das heißt, ich habe S plus 31. Mal gucken, was dann passiert. Okay. Alert schlägt wieder an, es wird dargestellt. Und hier jeweils mit einer anderen Darstellung oder einem Highlight der String wieder da ausgegeben, plus das restliche Ergebnis. Das Ganze hat den Vorteil, ich kann hier so viele Versionen anlegen, wie ich will. Fehlerinformationen werden dargestellt und ich kann auch, wenn irgendwas nicht geklappt hat, in meine Version zurückgehen und die wieder, wie gesagt, wieder als Ursprung für meine weiteren Erweiterungen nehmen. Das heißt, ich kann experimentieren, das Ganze wieder ausführen und habe sozusagen diese Version wieder nach hinten angehängt. Der Vorteil ist, wenn Sie das wirklich im Browser nutzen, das heißt, alle Quizze werden gespeichert direkt im Browser beim Nutzer, also ohne zentrales System dahinter, aber auch diese ganze gesamte Hierarchie, also von diesen Code, ja, Schritten, Vervollständigung. Jetzt sind wir ein bisschen in der Zeit ein Problem, vielleicht um das kurz noch darzustellen, teilen und herrschen mit Plugins. Eine Möglichkeit, wenn ich hier direkt JavaScript-Code ausführen kann, dann kann ich natürlich auch anderen Code nehmen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel irgendeine API, irgendeine JavaScript-Bibliothek nutzen, die vielleicht ja, C-Programme interpretiert oder die VTK für die Visualisierung oder sowas übernimmt. Hier gibt es auf LiaScript so eine kleine Darstellung, ein kleiner Index von möglichen Templates, die man einbinden kann. Templates sind in dem Sinne nur Kurse, die eine gewisse Funktionalität in Form von Makros implementieren und die kann ich auch ganz einfach ja, bei mir einbinden. Das heißt, hier wäre zum Beispiel, wenn ich unter Programmierung suche, unter Rex-Tester, was ich immer gerne nehme, wäre die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel mal was anderes Fortran programmieren kann. Also hier kann ich es ausführen. Aha, hallo Welt, hat geklappt. Man kann sich das angucken. Das muss man sich natürlich merken, dass es halt diesen Kurs oder diese Beschreibung kann ich auch in meinen Kurs importieren und diese Funktionalität. Das heißt, ich muss nur einmal tatsächlich hier oben in diesem Header eine schöne Darstellung ja, importiere Funktionalität, die in diesem Rex-Tester-Kurs gegeben ist. Jetzt. Ja, um zu zeigen, dass das Ganze auch ehrlich ist. Das heißt, man hat Zugriff, dass wirklich nur diese Textdatei und diese Funktionalität, die oben dargestellt wird, die müssen Sie nicht selber schreiben, sondern die wird bereitgestellt und man könnte jetzt zum Beispiel sowas wie kopieren, diesen Assembly. Code. Das heißt, hier ist nichts anderes als add rex tester eval. Das ist ein Makro, das definiert,
wird in diesem ja zu importierenden Dokument definiert und es macht nichts anderes als eine Textersetzung, die mir viel, viel möglichen Code ja, ersetzt. Also man muss es nicht selber schreiben, sondern kann das Ganze dann so für sich erweitern. Das habe ich hier, mal gucken, ob es klappt, tatsächlich meinen ja, Source Code für Assembler, was auch immer. Also kann hier tatsächlich auch editieren, also ohne sich. Oh, ich weiß, was passiert. Raus. Aber wie gesagt, das geht nicht nur für, und das gilt nicht nur für ja, einfache C-Programme oder so, sondern. Das Ganze kann man natürlich auch mit verschiedenen Visualisierungstools, VTK zum Beispiel, nutzen. Das heißt, entweder ich mache hier das Gleiche, importiere mir die Funktionalität dieses Dokumentes, habe dann hier die Möglichkeit, verschiedene von diesen Makros auszuführen. Das heißt, entweder ich programmiere tatsächlich 3D, führe irgendwelchen Code aus, oder es geht auch, dass ich einfach nur mit VTK Load zum Beispiel plus die URL eines medizinischen Datensatzes mir dann tatsächlich so ein ja, MRC irgendwas darstellen lasse. Also das heißt, ich kann auch wirklich eigentlich mehr als das, was PowerPoint, ja, was ein PowerPoint kann, aber im Grunde alles, was im Browser möglich ist, ist dann tatsächlich auch hier mittels LiaScript möglich. Okay, die Sachen schaffen wir vielleicht nicht mal ganz, was ich kurz zeigen kann. Also dadurch, dass man die Tastatur ist halt wirklich die gedacht, die ja wie der Pinsel und die, ja, kann man sich vorstellen, die Textdatei oder das Blatt Papier ist dann praktisch die Leinwand. Also man kann auch tatsächlich mit ASCII Art, so wie Herr Sebastian seine Diagramme gemalt hat, in dieser Darstellung, was natürlich total einfach ist. Es hat den Vorteil, man muss jetzt nicht das Bild vielleicht wieder in einem anderen Editor öffnen, vielleicht ein bisschen verändern oder man kann es übersetzen, sondern man kann das hier direkt im Text machen und das Ganze wird dann so dargestellt. Genauso wie bei dieser Darstellung. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand beim Schreiben, aber es ist halt einfacher, das im Nachhinein zu ändern. Aber man kann das Ganze natürlich auch so erweitern, dass man zum Beispiel hier ein bisschen mehr ASCII-Art hat, sodass man tatsächlich hier für rote Punkte, um einfach nur Schema-Skizzen irgendwie darzustellen. Das heißt, man kann die kurz möglich im textuellen Format definieren. Jeweils B steht für Blue, R für Red und Sternchen für Schwarz. Man kann damit dann ja, so ein bisschen experimentieren oder sowas. Also man kann sich tatsächlich diesen Datensatz noch hier verändern. Oder sich sogar das Bild herunterladen, wenn man möchte. Das heißt, das wird direkt im Browser dann bei jedem Nutzer dargestellt. Vielleicht um das Ganze abzuschließen, wie veröffentliche ich jetzt den Kursinhalt oder wie, ja, über welche Mittel und Wege? Im Prinzip ist das jetzt komplett Ihre Sache. Das heißt, Sie haben diese Textdatei und alles, was Sie eigentlich weitergeben müssen, ist irgendwie eine URL oder ja, zu dieser Textdatei. Das heißt, Sie können es auf Ihrem privaten Webserver laden, wenn Sie den haben oder irgendwo anders. Das geht sogar in die Dropbox, wenn Sie das Verzeichnis freigegeben haben. Aber im Grunde ist das Einfachste, oder was wir präferieren, zum Beispiel das auf GitHub hochzuladen. Da gibt es diese Möglichkeit, einmal diese Grundstruktur dieses Kurses angelegt. Die liegt jetzt hier im Verzeichnis github.com/liascript/workshop. Das ist der gesamte Inhalt. Hier habe ich noch ein paar Bild, ein Logo. Und ich könnte jetzt tatsächlich auch hier ein Dokument editieren. Ist dasselbe. Bloß, was ich jetzt mache, also es geht natürlich auch eleganter. Ich kopiere jetzt den Inhalt. Füge ihn einfach. Einfügen hier ein. Das heißt, meine Diagramme sind hier. Meine Quizze etc. Also das sieht jetzt wahrscheinlich nicht besonders hübsch aus. Aber im Nachgang zu diesem Webinar werden wir das Ganze nochmal etwas schöner gestalten. Das heißt,
wir speichern diese Änderungen und jetzt sind unsere Änderungen tatsächlich hier. Man kann, Quizze kann man natürlich noch schöner formatieren. Das mache ich im Nachgang, mache ich noch ein bisschen schöner. Aber was man jetzt zum Beispiel machen kann, ist einfach diese URL nehmen. Man geht auf die LIA-Skript.io-Webseite. Also nur noch einmal. Ich kopiere das. Link hier ein. Also mehr ist es in dem Sinne nicht. Und der Kurs wird geladen mit allen Quizzen, wie wir das gerade gemacht haben. Das heißt, was passiert hier in dem Sinne? Also über die Projektwebseite wird nur ein Unterprojekt dargestellt. Also hier Kurs / Fragezeichen. Und hierhin wird einfach nur die URL Ihres jeweiligen Textdokuments dargestellt. Das heißt, was passiert hier? Im Browser läuft wirklich nur eine JavaScript-Applikation, eine PWA, die oben in der URL nachfragt, okay, was für einen Kurs soll ich laden oder darstellen? Aha, zieht den in Ihren Browser und speichert tatsächlich auch. Und alle Aktionen, die passieren und was Sie machen, das passiert nur hier innerhalb dieses Ihres Browsers. Und ein Vorteil ist natürlich noch, man hat so alle Kurse, die man gegebenenfalls weitergegeben hat, werden auch lokal für jede Person selbstständig gespeichert. Das heißt, hier sind so ein paar Beispielkurse, die wir gemacht haben. Also Übersetzung von C-Büchern, von Wiki, Open Books, wo ja, die C-Programme einfach nur ausführbar gemacht wurden. Man kann tatsächlich auch sowas wie Computer-Algebra-Systeme oder sowas benutzen. Oder je nachdem, was man halt möchte. Und kann hierüber dann tatsächlich wieder in seine, das dauert ein bisschen in der Berechnung, in seine Bibliothek zurückkehren. Das heißt hier, das Bild, das hatte ich vorher als Logo angelegt und das ist der Kommentar, den ich noch nicht eingefügt habe. Aber das ist im Grunde die Möglichkeit, wie Sie den Kurs teilen. Das Ganze funktioniert auf dem Handy sogar. Das heißt, wenn Sie das auf Android ausführen, dann fragt er Sie sogar, soll ich das Ganze installieren? Und wenn der Kurs einmal geladen wurde, dann kann man den sogar offline wieder sich anzeigen lassen. Und als letzte Darstellung noch kurz. Soweit fertig. Wenn es jetzt darum geht, das Ganze in ein Moodle oder anderes, je nachdem, was wie geartetes LMS zu laden. Da gibt es jetzt erstmal testweise oder experimentell, also es funktioniert eigentlich. Man müsste es natürlich nur auf mehreren Systemen noch testen. Also bei Opal funktioniert es zum Beispiel und bei Moodle. Das heißt, hier gibt es noch ein Unterprojekt für LIA-Script Exporter. Das ist noch nicht so schön. Also zurzeit ist es noch ein Kommandozeilentool. Aber ich werde mich bemühen, das demnächst auch in den Editor zu integrieren, sodass Sie das auch aus Atom herausnutzen können. Aber wir können es ja mal ganz kurz vorstellen. Das heißt, ein aktueller Kurs ist hier dargestellt und ich mache einfach nur also IAX, das heißt, importiere mir die README, plus defaultmäßig sind alle Dateien oder sowas, die Struktur, die in diesem Verzeichnis ist, natürlich noch mit enthalten. Ich hätte das gerne als SCORM 1.2 Format, das ist das Standardformat oder das meist unterstützte Format zum Austauschen für Lehrinhalten in LMS und das Ganze soll in eine Workshop, wie auch immer geartet, exportiert werden. Das heißt, wenn ich das ausführe, hier eine kleine ZIP-Datei angelegt, die im Grunde den gesamten Kurs, den wir jetzt definiert haben, so eingepackt hat, dass Sie den auch in Ihr jeweiliges LMS laden können. Das heißt, ich habe hier mal zum Beispiel bei mir lokal eine Moodle-Instanz gestartet und hier füge ich tatsächlich nur zum Beispiel eine zusätzliche Ressource ein, das heißt ein SCORM-Package. Dem muss ich noch einen Namen geben. Und die Beschreibung machen und lade hier einfach nur wirklich dieses ZIP-File, diese ZIP-Datei hoch. Sie wirkt vielleicht ein bisschen groß, aber es ist im Grunde wirklich nur alles, was im Browser läuft, diese komplette Webseite wurde mit eingepackt, deswegen ist das ein bisschen größer. Das heißt, auch diese Editoren, die Möglichkeiten für Quizze und das gesamte LIA-Skript-System in dem Sinne plus die Sachen, die für das SCORM-Paket notwendig sind.
Dort ist Fall. Das scheint geklappt zu haben. Und jetzt können wir bloß mal testweise diesen Kurs uns anschauen. Und das ist es. Das ist der Kurs, den wir gerade erstellt haben. Mit PowerPoint-Präsentation. Ups, oder? Okay. Da muss ich dann nochmal gucken. Oder es hat irgendwas nicht geklappt. Aber theoretisch hat es schon funktioniert. Ich werde nochmal gucken. Also eigentlich muss es auch funktionieren. Bizarr. So viel erstmal zu Erzeugen und Hochladen von Quizzen mit LiaScript. Kursen mit LiaScript. Danke. Ja, das ist die Faszination von Live-Demos, die immer die Komplexität der Fragestellung auch nochmal deutlich machen. Vielleicht nochmal als Summary, also aus meiner Erfahrung aus dem Einsatz von LiaScript in der Lehre. Wir haben das seit 3 Semestern jetzt intensiv in der Benutzung, insbesondere für die Grundlagenveranstaltung in der Informatik. Der große Vorteil hat sich jetzt im Zusammenhang mit der gezwungenermaßen Digitalisierung der Lehre eingestellt, oder es wurde dann deutlich, indem wir die Studenten auch aufgefordert haben, intensiv an den Unterlagen selbst mitzuarbeiten. Sprich, so wie Herr Dietrich das dargestellt hatte, die Unterlagen sind auf GitHub gehostet und die Studenten eingeladen, Fehler, Verständnisschwierigkeiten und Ähnliches zu dokumentieren und letztendlich als Pull-Request an mich zu schicken und damit einen Beitrag zu der qualitativen Verbesserung der Dokumente zu leisten. Und am Ende wird dann eben mit dem Exporter ein entsprechendes PDF generiert, das dann quasi als Release für dieses Semester bereitsteht. Und all diejenigen, die dazu beigetragen haben, stehen dann auf dem Deckblatt mit dem Namen auch genannt. Ich denke, das hat noch eine zusätzliche Motivation und bringt den Studierenden gleichzeitig die Möglichkeiten von der Versionsverwaltung, der effektiven Nutzung davon nahe. Ich denke, das wäre von unserer Seite zunächst erstmal eine ganze Menge Informationen. Bei Ihnen sind jetzt sicherlich einige Fragen aufgekommen. Wir würden uns freuen, die jetzt zu beantworten. Ich bedanke mich schon mal bei Herrn Dietrich und wir schauen jetzt Ihren Fragen entgegen. Okay, nur zum kurz einen Bildschirm teilen. Nur als Frage, um zu zeigen, dass es tatsächlich funktioniert hat. Hier nochmal. Also ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt nicht funktioniert hat. In dem Sinne aber, dieser Kurs wird tatsächlich hier so dargestellt, wie wir es gerade beschrieben haben. Mit Programmierumgebung. Genau. So viel dazu erstmal. Okay, das sieht jetzt nicht so aus, als ob ganz aktuell jede Menge Fragen aufgekommen sind. Die meisten von Ihnen haben ja, kennen uns persönlich, beziehungsweise haben die entsprechenden Kontaktdaten. Sie können uns entweder über die Webseite, die gezeigt wurde, LiaScript auf GitHub erreichen. Sie können uns E-Mails schreiben oder wir werden dann auch einen entsprechenden Slack-Kanal noch einrichten, auf dem interessierte User sich quasi austauschen können und damit in Interaktion treten können. Denn, das ist ja auch die große Chance, die wir in dem System auch sehen, über die verschiedenen Plugins könnte man jetzt sehr unterschiedliche Lerninhalte, Animationen, Simulationen und so weiter integrieren, sodass man dann entsprechend auch in die Breite bei der Darstellung gehen kann. Hier kam die Frage, gibt es die Möglichkeit für selbst definierte Styles-Templates für ein Uni-Branding? Ja, das gibt's. Ich gebe nochmal ganz kurz meinen Bildschirm frei. Das heißt, einerseits hat man die Möglichkeit natürlich, sich das Ganze selber zu konfigurieren, verschiedenen Farben, ob man Dark Mode jeweils mag oder nicht. Und es gibt auf in der Dokumentation unter LiaScript einen Verweis geben zu
dem Styling, wo ich es habe. Suchen. Tatsächlich ist es möglich, eigentlich diese CSS-Files und eigene Fonts hier einzubinden. Das war tatsächlich auch ein Issue, das erstellt wurde. Also hier gibt es diese Möglichkeit, LiaScript Custom Style. Hier ist ein eigenes CSS definiert, das dann zeigt, ob Firefox damit noch ein paar Punkte, ach, es dauert ein bisschen, tatsächlich eigene Schriftarten zu verwenden, eigene Farben zu definieren oder ja, Logos, je nachdem an verschiedenen Stellen mit einzubinden. Also ja, es ist möglich, aber es wird in Zukunft noch ein bisschen ja, besser organisiert werden. Gut, dann bedanken wir uns bei Ihnen für das Zuhören. Wir hoffen, wir haben Sie alle hochgradig motiviert, jetzt sofort den Atom-Editor anzuwerfen und selbst erste Gehversuche unter LiaScript zu unternehmen und freuen uns dann auf die Fragen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Erstellen der Dokumente, der Handhabung auf den verschiedenen Plattformen oder der Verbreitung entstehen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß dabei zu bauen. Auch jetzt kommt von Herrn Professor Jung noch eine Frage. Ah ja, okay. Dann einen schönen Abend an alle und wir freuen uns auf weitere Reaktionen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.